Hallo, ich lese Medikamente im Test von der Stiftung Warentest, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare beim Thema Akne und es werden Wirkstoffe alphabetisch aufgeführt und ich bin angekommen bei Retinoid, in Klammern innerlich. Retinoide sind Vitamin-A-Abkömmlinge, die die Talgdrüsen verkleinern, die Talgproduktion behindern und entzündungshemmend wirken. Innerlich angewendetes Isotretinoin wirkt aber wesentlich stärker als äußerlich aufgetragene Mittel. Isotretinoin geeignet bei schwerer Akne, wenn andere äußerlich und innerlich anzuwendende Mittel nicht ausreichend wirken. Das ist grün im Ampelsystem. Der Wirkstoff Isotretinoin zum Einnehmen gilt als das effektivste Aknemittel. Er führt bei etwa der Hälfte der Behandelten zu einem dauerhaften Erfolg. Selbst schwerste eitrig-entzündliche Akne heilt damit ab. Wegen seiner zahlreichen und gravierenden unerwünschten Wirkungen sollte der Arzt es aber dennoch nur bei den schweren Formen der Akne verordnen und wenn alle anderen äußerlich und innerlich anzuwendenden Mittel nicht ausreichend gewirkt haben. Unter diesen Bedingungen wird der Wirkstoff als geeignet bewertet. Wichtig zu wissen: Auf keinen Fall dürfen Sie Isotretinoin gleichzeitig mit Doxycyclin oder Minocyclin einnehmen, weil dann der Hirndruck gefährlich ansteigen kann. Der Arzt muss die Leberfunktion und die Blutfettwerte vor Beginn, nach einem Monat und während der gesamten Behandlung in dreimonatigen Abständen kontrollieren. Präparate mit Vitamin A sollten Sie nicht gleichzeitig verwenden, weil dann die Gefahr besteht, dass die Vitamin A-Spiegel im Blut zu hoch ansteigen. Die Folge: Leberfunktionsstörungen, Gelenk- und Knochenschmerzen, erhöhter Hirndruck und bei Rauchern erhöhtes Lungenkrebsrisiko. Es können Kopfschmerzen, Nasenbluten, Muskel- und Gelenkschmerzen vorkommen. Halten die Beschwerden länger als 2 bis 3 Tage an, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Treten Muskelschmerzen zusammen mit Schwäche und dunklem Urin auf, kann dies auf eine schwere Muskelschädigung hinweisen. Gehen Sie dann sofort zum Arzt. Menschen mit Epilepsie können häufiger Anfälle erleiden. Treten unerwünschte Wirkungen wie Benommenheit, Schwindel oder Verschlechterung des Sehvermögens auf, sollten Sie während der Behandlung kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und arbeiten ohne sicheren Halt meiden. Rufen Sie einen Arzt, wenn Sie sich benommen fühlen, Kopfschmerzen haben und Ihnen gleichzeitig übel ist. Es besteht Verdacht auf erhöhten Hirndruck. Während der Einnahmezeit müssen Sie auf Kontaktlinsen verzichten, weil sich weniger Tränenflüssigkeit bildet. Beim Tragen der Sehhilfen können sich sonst Geschwüre auf der Augenhornhaut bilden. Die Präparate können dazu führen, dass sich Ihre Persönlichkeit verändert und Sie häufig traurig und in sich gekehrt sind oder kein Interesse mehr an Ihrem sozialen Umfeld aufbringen können. Wenn Sie selbst oder Ihre Angehörigen eine solche Veränderung bemerken, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen, weil dieser Art von Depression so stark werden kann, dass die Gefahr für eine Selbsttötung besteht. Frauen im gebärfähigen Alter dürfen Isotretinoin nur einnehmen, wenn sie sicher verhüten. Die Verhütung muss einen Monat,
einen Monat vor der Behandlung beginnen und einen Monat nach dem Absetzen des Aknemittels fortgeführt werden. Solange verweilt der Wirkstoff im Körper. Bevor Frauen das Mittel anwenden, müssen sie durch einen Frauenarzt ausschließen lassen, schwanger zu sein. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kinder unter 12 Jahren dürfen kein Isotretinoin bekommen. Bei Jugendlichen über 12 Jahren sollten Nutzen und Risiken wegen der schweren unerwünschten Wirkungen sehr sorgfältig abgewogen werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Schwangere und stillende Frauen dürfen Isotretinoin nicht einnehmen. Der nächste Wirkstoff ist Salicylsäure, in Klammern äußerlich. Tschüss.